Outer Rim. Vorpalnebel. Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. So ein Trupp ist man halt nicht nur auf dem Papier. Hier ist Aiden Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du Lando! Und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General? Wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben brennen. Naja, nach unserem letzten Aufenthalt bei den Rebellen sollte man schon vorsichtig sein. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir müssen Aufgaben für die jetzt erfüllen. Wahrscheinlich. Sie müssen sich stoppen. Naboo. Observatorium. Alles, was mit dem Imperator zu tun hat. Palpatine ist nämlich auf Naboo geboren und war auch Senator dort. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Okay. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Ein Leben auf der Flucht. Also, ich brauche eine Entscheidung. Wir haben angenommen. Naboo, die Heimat des Imperators, da steht's ja. Alles, was mit dem Imperator zu tun hat. Umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten.
Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Was das wohl für ein Gefühl ist, plötzlich Leia im Funk zu haben. Sie ist nämlich keine Unbekannte. Alles, was mit dem Imperator zu tun hat, wollen sie zerstören. Die Vergangenheit ausmerzen, als hätte es den Imperator nie gegeben. So. Eins. Zwei. Zweiter Satellit erledigt. Der dritte. Aber was ich ein bisschen blöd finde, uns wird es ja immer noch nicht erzählt. Also uns Spieler. Wir wissen jetzt nur die erste Phase mit den Satelliten. Nein! Feindliche Jäger in Sicht! Jeder Planet nur auf ein, zwei Städte fokussiert. Es geht ja um den ganzen Planeten, nicht nur um Feed. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeig mir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Ach nö. Nochmal. Diesmal benutze ich auch die Torpedos, die ich hier nicht von TIE Fighter Spezialeinheiten einsammeln muss. Die Gründung der neuen Republik und des Widerstands werden wir sicher auch noch erleben. Werden wir erleben. Ups, falsches Schiff. Ja, das ist die Macht der Gewohnheit. Daran muss er sich auch erst gewöhnen. Warum nicht gleich so? Nabu ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Noch ein Satellit weniger.
haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Erst die äußeren Satelliten ausschalten, falls nötig. Okay, Prinzessin. Wow. Noch einer. Guter Schuss, Rassio. Verstanden, Staffelführer. Ja. Für sie ist das auch ziemlich ungewohnt, Befehle von jemand anderem anzunehmen. Sektor sieht gut aus. Also im Gefecht. Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab! Leiste Unterstützung! Helfen wir ihnen! Gut, also erst die Thais. Ja. Also sie werden mit zurzeit noch ziemlich begeistert vom Singleplayer hier, auch weil es Star Wars ist, aber auch so die Umsetzung, die finde ich richtig gut. Das letzte Mal war ich bei Rogue Squadron über einen Sternzerstörer. Proton-Torpedo abfeuern. Jetzt noch einer. Und dann wieder ein Satellit. Na, aber das ist ja auch noch so eine Frage. Wenn Dell jetzt ein Problem gerät, wird die Rebellion ihnen helfen? Oder lassen sie ihn in den Stich? Weil wir ja nicht mehr als ja, Kanonenfutter und so sind. Also die Rebellion, die muss ja nicht auf uns aufpassen. Noch einer. Das werden ja immer mehr.
Dann mache ich das jetzt mal schnell. Sie können angreifen. Alle anderen fallt wieder zurück. Das ist nicht gut. Tut mir leid, sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theed. Nabu Starfighter!